In einem Beutel sind 4 Münzen. 3 davon sind unfair und beim Münzwurf beträgt die Wahrscheinlichkeit für Zahl 45%. Die 4. Münze ist fair. Du wählst zufällig eine Münze aus dem Beutel aus und wirfst sie 4-mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 4-mal Kopf zu erhalten? Ja, wenn du in diesen Beutel reingreifst, dann gibt es ja 2 Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel diese unfaire Münze erwischen. Ich male das mal wieder in so einem Entscheidungsbaum. Die eine Möglichkeit ist, die unfaire Münze zu bekommen. Und nachdem es in dem Beutel 4 Münzen gibt und 3 davon unfair sind, beträgt die Wahrscheinlichkeit, diese unfaire Münze zu erwischen, 3/4. Ja, und die andere Möglichkeit, die du hast, ist, dass du die faire Münze erwischst. Und nachdem es nur eine faire Münze unter diesen 4 Münzen gibt, beträgt die Wahrscheinlichkeit dazu 1/4. Ja, wenn du jetzt die unfaire Münze wirfst und dann schaust, was oben liegt, dann beträgt ja die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl oben liegt, 45%. Das ist ja hier aus der Angabe genommen. Also 45% für Zahl und das heißt dann, dass die Wahrscheinlichkeit für Kopf 55% beträgt. Und nach Kopf wird er hier schließlich gefragt. Wie ist es bei der fairen Münze? Nun, bei der fairen Münze haben wir natürlich 50% Wahrscheinlichkeit für Zahl und 50% Wahrscheinlichkeit für Kopf. Aber jetzt wird nicht nach der Wahrscheinlichkeit für einmal Kopf gefragt, sondern nach der Wahrscheinlichkeit für 4-mal Kopf. Jeder Münzwurf ist ein unabhängiges Ereignis, das heißt, wir können die Wahrscheinlichkeiten für Kopf miteinander multiplizieren. Hier oben beträgt die Wahrscheinlichkeit für Kopf 55%, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, 4-mal Kopf zu erhalten, für die unfaire Münze, beträgt dann 0,55 mal 0,55 mal 0,55. Jetzt haben wir den dritten Wurf, jetzt kommt der vierte Wurf. Das ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf 4, für die unfaire Münze. Und bei der fairen Münze, ja, da habe ich halt dann 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Ja, also das war die Wahrscheinlichkeit, jetzt mit der unfairen Münze Kopf zu werfen. Und in 3/4 aller Fälle erwische ich ja die unfaire Münze. Und die Wahrscheinlichkeit, zuerst die unfaire Münze zu erwischen und dann 4-mal Kopf zu werfen, die beträgt dann also 3/4 mal 0,55 hoch 4. Und hier unten die Wahrscheinlichkeit, jetzt die faire Münze zu erwischen und dann 4-mal Kopf zu werfen, die beträgt dann 1/4 mal 0,5 hoch 4. Das rechne ich mal lieber mit dem Taschenrechner aus. Also, was haben wir hier? 0,55, 4 ist der Exponent und dann y hoch x. 0,0914 sind diese 0,55 hoch 4. Jetzt muss ich das nochmal 3 nehmen und durch 4 teilen. Und da kriege ich 0,06, also 6,86% beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür. 6,86%. Ein bisschen mehr Platz hier bitte. Und hier unten. Hier unten muss ich rechnen 0,5 und dann nehme ich das auch hoch 4, geteilt durch 4. 0,0156, also 1,56%. 1,56% beträgt diese Wahrscheinlichkeit. Gefragt ist jetzt aber, 4-mal Kopf zu erhalten, ganz egal, ob ich jetzt das mit der unfairen Münze mache oder mit der fairen Münze mache. Ich kann die beiden Wahrscheinlichkeiten als zusammenzählen und dann erhalte ich als Lösung hier die Wahrscheinlichkeit, 4-mal Kopf zu werfen. Die beträgt dann 6,86% plus 1,56%. Das kann man, glaube ich, im Kopf rechnen, ja. Das sind 6 und 6 sind 12, 1, 6, 4,
1 gemerkt, 2, 8, 8, 8,42%. Wenn jetzt alle Münzen faire Münzen wären, dann hätte ich ja eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 hoch 4. Dann hätte ich eine Wahrscheinlichkeit von 6,25%. Und tatsächlich jetzt mit dieser Mischung, bekomme ich eine Wahrscheinlichkeit von 8,42%. Also eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, als wenn ich nur faire Münzen hätte. War auch so zu erwarten, denn die unfaire Münze hat ja eine höhere Wahrscheinlichkeit, Kopf zu bekommen. Deshalb ist auch hier die Summe der Wahrscheinlichkeiten, Kopf zu bekommen, etwas höher, als wenn ich nur faire Münzen habe.